Dark Souls Folge 100 irgendwas. Dieser Raum ist hoffentlich geklärt und keiner von euch Steindingern hat jetzt das Verlangen, plötzlich aufzustehen. Okay, es hat keiner das Verlangen, aber hier wartet schon einer von denen. Oh, Schildbrecher. Au, der hat wehgetan. Okay, den Angriff habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist neu für mich. Mastodon Hellebarde. Hier ist eine Leiter. Das sieht nach Falle aus. Das riecht nach Falle. Das sieht wie eine aus. Rache voraus. Oh, runterklettern. Kletter, kletter, kletter doch! Okay, das funktioniert so nicht. Das muss ich anders lösen. Da steppt doch schon wieder was. Naturpulver und Flammenschmetterling. Irgendwas. Was zum. Oh. Oh. Ah, nein, 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 nein. Ich habe schon aufgemacht. Ich wollte erst die Truhe öffnen. Das war ein Versehen. Aber zum Glück wird es nicht bestraft. Ess doch Flakonscherbe. Ja, cool. Oh Gott. Können die Dinger schießen? Ne, können sie nicht. Moment. Ah. Verstehe. Verstehe, verstehe. Wenn ich jetzt da rausgehen würde, würden die von hinten auf mich schießen. Das wäre nicht so geil. Blitz! Oh, Kacke! Die sind gar nicht mal so geil gerade. Ja, komm. Nimm schon deinen Blitzdings. Ich will auch so ein Blitzschwert haben. Okay, jetzt muss ich hier halt irgendwie. Achso, ich kann hier einfach runtergehen. Ja, läuft. Easy. Da steht einer. Ich glaube, muss er ganz ehrlich gestehen, ich glaube, Bloodborne wäre für mich halt überhaupt nichts. Denn ohne Schild geht bei mir gar nichts. Ohne Schild. Wäre ich total am Ende. Und wir sind wieder hier. Ah. Oh. ja. Ohne richtig geiles Schild mit Blocken wäre ich, glaube ich, viel zu langsam. So, damit haben wir jetzt 10 Flakons. Nice. Geiler Shit. Wobei man ja bei Bloodborne
Nicht mit einem Schild. Es gibt, glaube ich, ein Schild. Aber nur ein einziges. Und das ist nicht so geil. Aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder richtig gehört habe, wehrt man ja auch mit der Pistole ab. Ah, das hier ist eben nach unten gefahren gewesen. Da ist die Leiter. Da sind wir rausgekommen und hier geht es noch weiter nach oben. Hier geht es jetzt ganz nach oben. Ich bin gespannt. Jetzt hier so ein Kampf drauf, das wäre richtig unfair. Aber so richtig, richtig unfair. Okay, nur eine Tür und ein Hebel. Moment mal. Wobei, nee, lass mal. Ich weiß halt nicht. Was bist du denn? Bist du ein Gegner? Ich glaube schon, ja. Oder? Kann ich dir helfen? Sieht irgendwie so aus, als müsste ich ihm helfen. Aber zugleich habe ich Angst, dass der gleich jetzt... Okay, er explodiert schon mal nicht. Ah. Den Schlüssel nicht. Oh, da... Hi, wer bist du denn? Königskorridorschlüssel. Königskorridorschlüssel? Seelengefäß, Feuersamen. Kann ich mit ihr reden? Nee, ne? Ich muss erst ihn losmachen. Starker Zauber. Ja, ich habe den Schlüssel wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Nee. Aber wer ist sie denn? Versuchen eine... Ne, Moment, ich will nicht... Ja, genau, ich will die Nachricht lesen. Arme Seele, ja. Moment, was? Okay, gut, dass ich den gerade nicht schon wieder runtergeschickt habe, wie ich vorhatte. Wenn wir einen Königskorridorschlüssel haben... Ging es dann... Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Irgendwo... Irgendwo war auf jeden Fall eine verschlossene Tür, mit der wir den Königsschlüssel brauchten. Hier ist zum Beispiel eine verschlossene Tür. Da, Königskorridorschlüssel. Geht doch. Oh, und Boss voraus. Mit, ja sicher. Ja, na sicher. Alter. Moment. Gegenstand mitnehmen. Köderschädel. Etwas kann der Köderschädel. Ah. Weißt du was? Weil ich keine Ahnung habe, was der Köderschädel kann. Gib ihm. Okay, kann nicht viel. Er kann gar nichts. Ey, ihr werdet doch gleich auf mich losgehen. Ich wusste es. Wusste es. Oh oh. Alter, sind die schnell. Alter! Oh, ich hätte den ersten vielleicht sofort wegmachen müssen. Okay, das ist ein Problem. Symbol. Django. Oder Django. Django, Django passt nicht ganz. Okay. Der macht überhaupt keinen Schaden. Oder bin ich blöd?
Doch, der macht aber... Der macht ordentlich Schaden. Ah. Schwäche Finsternis. Ich habe nichts mit Finsternis. Okay, den schaffen wir aber, denke ich mal, zu zweit. Oh, Moment. Gegenstand. Nehmen. Glitzerndes Titanit. Alles klar. Gib ihm. Spiegelritter. Oh, an den habe ich gesehen. Ich weiß zwar nicht, wie ich ihn besiege, aber den habe ich schon mal gesehen. Oh-oh. Au. Das hat weh getan. Oh-oh. What? Oh oh. Mach den weg. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Irgendwas stimmt mit dem Spiegel nicht. Gott sei Dank. Alles klar, jetzt müsste dem sein Equipment nämlich auch beim Händler verfügbar sein. Geile Sache. Wo er links? Hat er vielleicht da links? Die Nachricht geht hier raus, ne? Da ist er. Ach ja. Seelenblitz, Zauberquarzring und Asketenleuchtfeuer. Erstmal den Ring. Den Ring finde ich interessant. Zauberquarz. Erhöht magische... Blitzbrocken voraus. Achso. Okay, der Boss war jetzt nicht so schwer, aber ich möchte den, glaube ich, nicht alleine machen. Allgemein kann ich mir, glaube ich, vorstellen, dass der ein oder andere auch denkt so, ja, der macht das nicht alleine. Der ist, der hat schon ein Problem. Der macht das Spiel nicht richtig. Leuchtfeuer? Nee. Ein Leuchtfeuer. Ein... Was auch immer. Eine Blüte. Hört ihr das? Schrein von Amana. Oh, das klingt schon ziemlich cool. Glaube, ich bin aber noch nicht beim Königsding fertig. Glaube, da gibt es noch einiges zu tun.
würde gerne noch mal ganz kurz hier abchecken, ob ich den Königskorridor-Schlüssel vielleicht auch noch woanders benutzen kann. Zum Beispiel hier. Nee, Symbol eines Königs brauche ich. Okay. Auf der anderen Seite waren die ganzen anderen Typen, ne? Hier, denen muss man zu nahe kommen, damit was passiert. Ich vergaß, hier oben standen ja zwei. So. Ach lol. Wow, der ist nicht One-Hit. Das ist bitter. Oh, da stand ja noch einer. Stimmt ja. Ist jetzt oben vielleicht irgendwo was in dem Raum da? Nö. Muss ich dann vielleicht doch erst zu dem Schrein? Oder hat er noch was zu sagen? Welcome, our guest. Tell me. Nee. The king, long ago, she warned on. Ah, hast du mir schon erzählt. Hast du mir alles schon erzählt. Weil ich ein Strohgedächtnis habe, weiß ich schon nicht mehr, ob unterwegs noch irgendwo was gewesen ist, wo man hätte Fahrradkette, hätte den Schlüssel benutzen können. Deswegen, ich denke, da wird noch was sein. Vor allem brauchen wir noch den Königsschlüssel. Nee, das. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Kann ich mir einfach nicht merken. Da habe ich echt zu krasses Strohgedächtnis weshalb, warum. Oh, da ist eine Hütte. Ich glaube, von da kommt auch die Musik. Da müssen wir wohl auch hin. Da will ich auf jeden Fall hin. Da war ein Durchgang, oder? Nee. Sah gerade so aus. Puh. Da hinten ist was. Du bist ein Feind. Ja, nichts Geiles. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine Pause. Und da finden wir heraus, woher dieser Gesang kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.